einströmt das Licht von Lemurien. Einströmt die Kraft und die Liebe des Ursprungs, deines Ursprungs, deiner Herkunft. Dieses Licht berührt deine göttliche Flamme und erinnert deine Seele an das, was du in Wirklichkeit bist. Und wenn du es dir erlaubst, diese Energien einzuladen, in dein Herz einzuladen, dann öffne nun dein Herz so weit, wie du es möchtest. Und so fließt lemurische Energie zu dir. Sie umhüllt deine Aura, deinen Lichtkörper, verbindet sich mit den feinen Lichtlinien zwischen Energiekörper, Aura und dem physischen Körper. Sie verbindet Körper, Geist und Seele. Und je tief du dich fallen lässt, je tiefer du es zulässt, umso tiefer kann sich diese Energie mit dir verbinden. Es werden Erinnerungen in deiner Seele geöffnet, Erinnerungsfelder an das, was du in Wirklichkeit bist, an die Fähigkeiten, welche du trägst, welche immer noch in dir ruhen und welche vielleicht jetzt in diesem Moment erweckt werden möchten. Und so spüre, wie die Energien durch dich hindurchfließen, spüre, wie die Energien dich berühren und dir zeigen, wer du in Wirklichkeit bist. Ich lasse dir nun ein wenig Zeit, um dich fallen zu lassen, um dich tragen zu lassen von deiner Seele in die lemurische Energie hinein. Lasse dich tragen in die vielen Millionen Jahre, in welchen du schon als alte Seele existiertest. Möglicherweise hörst du die Engel singen. Oder möglicherweise siehst du andere Lichtgestalten, welche mit dir damals zugegen waren. Oder vielleicht erkennst du
die lichten Wesen, denn meistens triffst du diese lichten Wesen in anderen Inkarnationen wieder. Es ist ein Bad in der Ursprungsenergie von Lemurien. Und es ist zugleich eine Stärkung all deiner Fähigkeiten, eine Erfrischung deines Wissens, die Erinnerung an deine Kraft und Liebe. Möglicherweise nimmst du wahr, wie die Erde damals war. Und vertraue darauf, dass alles, was du siehst und fühlst, Wahrheit ist. Denn es ist deine persönliche Wahrheit, welche du gerade jetzt in dieser tiefsten Meditation spürst. Die Erde ist von Nebel umhüllt. Sie hat selbst ihre materielle Form noch nicht erreicht. Und die lichten Wesen schweben durch diesen Nebel. Sie erkennen sich untereinander. Und sie wirken in tiefer Liebe. Sie bringen das Licht, sie halten das Licht, sie nähren das Licht. Und nun bitte ich dich, dieses Licht, was du jetzt wahrgenommen hast, mitzunehmen in die Jetztzeit. Und in das magnetische Gitternetz einfließen zu lassen. Hole die Kraft von Lemurien und lasse dieses kraftvolle Licht jetzt in diesem Moment in das Gitternetz einfließen. Und vielleicht spürst du diese Kraft und vielleicht siehst du dieses helle Licht, welches durch dich zu fließen beginnt. Welches das Gitternetz stärkt und zum Leuchten bringt. Es ist ein Schauspiel, ein Lichterwerk der Liebe. Ein Feuerwerk der Liebe, des hellen Lichtes, welches nun sanft durch das Gitternetz hindurchfließt und die Erde unterstützt. Der himmlische Chor ertönt und deine Seele summt die Töne der ewigen Liebe und des höchsten weisen Lichtes.
wundervoll wirkst du in diesem Moment. Es ist ein Segen, dass du gerade jetzt in diesem Moment hier bist und mit uns zusammen die Erde stärkst. Und wisse, dass auch du gestärkt wirst, denn das Licht von Lemurien verbindet sich mit dir, mit deinem Lichtkörper, deiner Seele, deinem Geist, deinem physischen Körper. Und so ist alles eine Einheit, alles ist mit allem verbunden, wir sind alle eins. Die Kraft der Liebe wohnt in einem jeden Einzelnen. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du trägst das Licht von Lemurien in dir. Es ist da. Es ist in deiner Wohnung, in deinem Raum und wird leuchten. Es wird immer dann leuchten, wenn du daran denkst. Und wenn du wieder vollkommen hier bist, öffnest du deine Augen, bewegst deine Hände und Füße und weißt, dass das lemurische Licht bei dir ist.